Ja, hallo liebe Leute, ich bin wieder TuxAP. Diesmal geht es darum, und zwar es geht um den Schatten, also ein Tutorial wird das. Diesmal geht es um den Schatten, die schon so seht, also ein Charakter. Und die haben jetzt neue Schatten, also man kann das leider nur aktivieren, es ist noch nicht vorinstalliert. Also naja, es ist schon installiert, aber man muss sich selber nicht einstellen. Und zwar, wie man das installiert, dass man so einen Schatten bekommt, natürlich sieht man die nicht bei Ghost. Auch bei Gegnern sieht man die auch noch, aber natürlich nicht bei Ghost. Auf jeden Fall, auf dem Boden seht ihr natürlich auch nicht euren Schatten, aber von den anderen. Also damit sieht es schon etwas geil aus. Und jetzt kommen wir zur Installation. So, auf dem Desktop geht's weiter, und zwar, ihr müsst erstmal auf den Windows-Button, dann müsst ihr auf eigene Dokumente oder Dokumente, dann geht ihr in den Ordner Crossfire, und natürlich müsst ihr mit Editor das öffnen, also ihr geht auf System, und wenn da eigentlich nur so ein weißer Block ist, ohne diesen Editor-Dingsbums, müsst ihr auf Eigenschaften gehen, also mit Rechtsklick auf System, dann auf Eigenschaften, dann müsstet ihr auf Öffnen mit, ich habe es jetzt auf Editor eingeschaltet, so, dann steht das da, andere Programme, dann könnt ihr da durchschauen, was für andere Programme ihr habt. Jedoch müsst ihr nach Editor suchen, also einfach durchsuchen, dann könnt ihr hier zum Beispiel auf dem Desktop oder keine Ahnung, wo ihr das habt, Editor nachschauen, dann wartet ihr ganz kurz und dann müsst ihr das eigentlich da gleich stehen, aber eigentlich habe ich es ja schon, also hier oben ist okay, geht ihr auf OK, übernehmen und OK, und jetzt öffnet ihr einfach System und dann geht ihr in die sechste Zeile, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Und in der sechste müsste eigentlich 0 stehen, jedoch ändert ihr die 0 zu 1 und dann habt ihr den Schatten aktiviert und jetzt startet ihr einfach ganz gewohnt Crossfire und dann könnt ihr gleich losspielen mit Schatten. Also das ist echt gut gemacht. Nochmal einen fetten Dank an Michi. Zu seinem Kanal geht's. Also in der Beschreibung steht nochmal ein Link zu seinem Kanal. Er macht auch Fracks, also Fracken Movies. Er ist jetzt ein neuer Movie Maker, kennt ihr bestimmt schon von Only Game One. Abos, dann gehen wir einfach mal auf. Ja, warum lädt das jetzt so lange? Ja, mein Internet ist abgeschissen. Egal, ich kann es euch nicht zeigen. Egal, netter Versuch. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn abonnieren würdet, dann nochmal ein fettes Dankeschön an den Michi. Du hast mir gezeigt, wie das geht. Und ich zeige es euch, wie es geht. Und ja, wenn ihr ihn abonnieren würdet, dann ist ein guter Mann.